Jetzt haben wir Renana Javada als nächste Rednerin. Sie ist Vorsitzende der Vereinigung von selbstständigen Frauen in Indien. Das ist eine Gruppe, die das Pilotprojekt in Indien betreut und auch voranbringt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich bei der Bian-Konferenz bin und bis jetzt bin ich schon sehr beeindruckt. Wir stehen jetzt noch am Anfang unseres Pilotprojektes, nicht so wie Dirk, der hat ja schon was gemacht. Morgen in der Podiumsdiskussion werde ich noch mehr über das Projekt selber sprechen. Ich werde auch auf die Auswirkungen des Projektes zu sprechen kommen. Heute möchte ich mich darauf konzentrieren, warum Pilotprojekte so wichtig sind. Das ist ja auch unser heutiges Thema. Zuerst einmal möchte ich über SEBA sprechen. Das sind selbstständige Frauen, die sich in einem Verband zusammengefasst haben in der informellen Wirtschaft. 90% der Arbeiter in Indien arbeiten in der informellen Wirtschaft. Sie sind nicht organisiert und die meisten Gewerkschaften arbeiten im formellen Bereich. Es gibt jetzt SEBA seit 40 Jahren. Wir feiern 40-jähriges Jubiläum. 1,3 Millionen Frauen sind Mitglied bei uns. Was sind das jetzt für Frauen? Frauen, die Arbeit und Dienstleistungen verkaufen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, Bauwirtschaft etc. Sie haben auch kleine Bauernhöfe zum Beispiel und sie tun das alle zu Hause. Zu Hause machen sie auch das Handwerk zum Beispiel oder in Indien, in den großen Städten, da stehen die Frauen auf der Straße und verkaufen ihre Produkte. Also es ist eine Kombination verschiedener Arten von Arbeiterinnen. SEBA kämpft für ihre Rechte und vertritt ihre Rechte und ihre Themen. In der informellen Wirtschaft ist die soziale Absicherung für Frauen sehr wichtig. Nur 8% in Indien der Arbeiter haben diese soziale Absicherung. Der Rest hat überhaupt keine Absicherung. Man versucht für eine bessere Beschäftigung und bessere Einkommen zu kämpfen, aber ohne soziale Absicherung ist das alles nutzlos. Wenn man dann zum Beispiel krank wird, dann kommt man in diese Teufelsspirale, die in der Armut endet. Deswegen ist die soziale Absicherung sehr wichtig für uns. Hauptsächlich ist diese soziale Absicherung für die Armen in Indien von der Regierung finanziert und unterstützt. Also Systeme der Regierung, verschiedene Systeme, zum Beispiel Verteilung von Lebensmitteln oder Hilfe, Unterstützung etc. Wir geben sehr viel Geld für diese Systeme der Regierung aus. In den letzten 10 Jahren wurde diese Summe fast verzehnfacht, die die Regierung für soziale Absicherung ausgibt. Aber leider sind diese Systeme sehr schlecht organisiert. Das Geld erreicht oft nicht die Armen oder die informellen Arbeiterinnen. Das wird jetzt heftig diskutiert. In Indien leben wir in einer sehr turbulenten Zeit. Das Geld von der Regierung für die soziale Absicherung ist da. Aber wie kann es besser die Armen erreichen? Es geht also um Barzuwendungen oder Cash Transfers. Also anstelle von Lebensmitteln oder anstelle von Subventionen oder Lohn, da sollte man doch besser Barzuwendungen geben. Welche Art von Barzuwendung? Sollte es bedingungslos, nicht bedingungslos sein? Was sollte das Ziel sein, das damit verfolgt wird? Das haben wir in Indien jetzt diskutiert. Die Regierung möchte, dass das ausgegebene Geld auch wirklich die Armen und Arbeiter erreicht. SEBA hat jetzt 2 Pilotprojekte. Eins ist in Delhi, ein Projekt in der Stadt Delhi. Und da in diesem Pilotprojekt werden Subventionen herausgegeben. Menschen unterhalb der Armutsgrenze bekommen
subventionierte Lebensmittel, besonders Gemüse und Zucker. Das ist sehr zielgerichtet, aber auch sehr korrupt. Und nur 30-40% der Gelder erreichen wirklich die Ärmsten. Jetzt wurde das heftig diskutiert. Diese Ausgabe von Lebensmitteln in diesem Projekt sollte doch subventioniert werden durch Barzuwendungen. Es gibt noch ein anderes Projekt, ein größeres Projekt. 5.500 Leute erhalten Barzuwendungen auf dem Land. Es ist ein individuelles, bedingungsloses Projekt, ein bedingungsloser, individueller Cash-Transfer. Beide Pilotprojekte wurden jetzt an gute Forscher übergeben. Und Guy Standing war glücklicherweise der internationale Berater und auch der Forscher bei diesem Projekt. Wir haben auch ein sehr gutes Forschungs- und Studienteam vor Ort in Indien, weil wir können diese guten Forscher einfach selber nicht bereitstellen. Worüber möchte ich wirklich sprechen? Ich möchte sagen, warum SEWA, eine Gewerkschaft von Frauen, wirklich ein Projekt, Pilotprojekt durchführen sollte. Wir sehen uns als etwas, was Druck ausüben kann auf die Gesellschaft. Wir können sozial etwas bewegen. Die Mitglieder können diesen Wandel herbeiführen. Ich habe das noch nicht gesagt, aber wir kommen aus der Gandhi-Tradition. Wir können unsere Wurzeln bis zu Gandhi zurückverfolgen. Und die Bewegung Gandhis basierte auf Gewaltlosigkeit und Wahrheit. Ich möchte daraus jetzt keine große Philosophie machen, aber wahrhaftig sein, uns gegenüber wahr zu sein, das bedeutet, herauszufinden, was dort draußen wirklich ist. Also objektiv herauszufinden, wo die Wahrheit liegt. Was ist wirklich vor Ort? Nicht das, was wir hören. SEWA führt immer Forschung durch, bevor ein Wandel hervorgebracht wird. Also wir schicken Forscher hin und dann haben wir auch Kontrollstudien, randomisierte Kontrollstudien. Also es muss immer eine Form von Forschung geben. Und dann auf Basis dieser Ergebnisse können wir Wandel herbeiführen oder auch einfach Veränderungen in unserer eigenen Politik veranlassen. Dann glauben wir, dass ein Pilotprojekt sehr wichtig ist. Es ist ein Experiment. Mit einem Pilotprojekt kann man sehen, was die Wirklichkeit ist. Man kann wirklich sehen, wie die Leute reagieren. Wir können sehen, was sie wirklich tun, nicht nur, was sie sagen, was sie tun werden. Was macht ein Pilotprojekt? Sehr wichtig ist zu sehen, dass es sich erst einmal die Vorurteile ansieht und analysiert. Wie denken die Leute, wie sind sie gepolt? Dann führt es auch noch die Interessen auf. Jetzt möchte ich noch über Delhi sprechen und auch die Veränderungen, die dort passieren. Die Regierung in Delhi hat gesehen, dass die Verteilung von Lebensmitteln durch die Mafia kontrolliert wurde. Sie wollten also zwei Barzuwendungen einführen anstelle dieser Verteilung von Lebensmitteln. Es gab progressive Menschen, unsere Verbündeten, und sie waren dagegen und sie wollten Lebensmittel. Sie haben gesagt, wir müssen das bestehende System behalten. Also wir haben gesagt, nein, das System funktioniert einfach nicht. SEWA hat gedacht, okay, wir müssen jetzt mal etwas ausprobieren. Wir müssen mal sehen, was mit diesen Barzuwendungen gemeint ist. Vielleicht ist das ja eine Lösung. Wir haben gesagt, es gibt jetzt hier nicht nur schwarz-weiß, ja oder nein. Wir müssen uns das ansehen und deswegen haben wir auch dieses Experiment dann in Delhi durchgeführt. Viele waren dagegen. Auch unsere Verbündeten. Es gab diese Kampagne Recht auf Lebensmittel. Dirk hat auch schon gesagt, dass
dass die Leute immer denken, dass wenn die Menschen Geld bekommen, dass sie dann einfach nur Alkohol kaufen oder dass sie damit ihre Schulden bezahlen. Die Regierung nimmt es nicht ernst und sie möchte irgendeine Art finden, soziale Absicherung zu schaffen. Also sie haben das Pilotprojekt, das Experiment begonnen. Und es gab direkt eine Kampagne, wir sollten das Experiment wieder stoppen. Also haben wir das auch gemacht. Und die Leute, die dagegen waren, haben dann die Leute aufgesucht, die an dem Projekt eigentlich teilnehmen wollten und haben gesagt, sie sollten aufhören, da mitzumachen. Sie kriegen andere soziale Absicherung. Es gab sogar Demonstrationen gegen unser Pilotprojekt, Gewalt gegen unsere Mitglieder. Dann gab es diese Kampagne, das Recht auf Lebensmittel und so weiter. Wir haben jedoch weitergemacht. Wir stellten fest, dass sich die Ernährung verbessert hatte. Dann nahmen die Leute mehr Protein zu sich, erheblich mehr, und dass mehr Geld für Gesundheitsversorger ausgegeben wurde. Und das öffentliche Verteilungssystem hat sich auch verbessert, weil es eben diesen Wettbewerb gab von denen, die dagegen waren und uns. Was passiert jetzt? Die Regierung von Delhi hat sich unser Experiment zu eigen gemacht. Es denkt jetzt gerade darüber nach, wie die Politik geändert werden könnte. Wir haben alle eine Politik der Wahl eingeführt und jetzt möchte die Regierung Delhis das auch haben, diese Politik der Wahl. Also kann man schon sagen, dass unser Experiment Erfolg hatte. Diese Kampagne Recht auf Lebensmittel hat dann auch anerkannt, beziehungsweise einige davon haben anerkannt, dass Wahrzuwendungen doch viel besser sind, als sie dachten. Jetzt das zweite Beispiel und auch das letzte Beispiel. Warum sind für uns Pilotprojekte so wichtig? Man könnte jetzt glauben, dass Barzuwendungen oder bedingungslose Barzuwendungen gut sind und dass das doch überall eingeführt werden müsste. Wie ich schon gesagt habe, denkt auch die Regierung darüber nach. Und sie glauben auch, dass Barzuwendungen gut sind. Und natürlich trifft das wieder auf Opposition. Vielleicht sind Barzuwendungen gut, aber bei dem Pilotprojekt kann man wirklich sehen, welches die Probleme sind. Wir haben in den ländlichen Gebieten angefangen, in einem armen Staat in Indien. Madhya Pradesh. Die Regierung war ganz positiv dazu eingestellt. Sie haben gesagt, ja gut, in einem Dorf gibt es 361 Systeme zur sozialen Absicherung. Sehr wenig sind erfolgreich. Also wenn das jetzt in Barzuwendungen transferiert werden könnte, dann wäre das doch eine gute Sache. Wir haben das Experiment begonnen und wir haben gesagt, ja gut, fangen wir also damit an. Dann gibt es Barzuwendungen an alle Dorfbewohner. Aber wie macht man das jetzt vor Ort, physisch? Sollen wir jede Menge Leute anstellen, die Geld bar aushändigen? Nein, das können wir nicht machen. Also machen wir das mit den Banken. Die Regierung war einverstanden, jeder war einverstanden. Nur leider haben wir festgestellt, dass nur 30% der Frauen und 50% der Männer ein Bankkonto hatten. Also was sollten wir jetzt machen? Also haben wir versucht, Bankkonten zu eröffnen. Wir brauchten 6 Monate, um jedes einzelne Bankkonto eröffnen zu können. 6 Monate. Und das mit der Unterstützung der Regierung und mit der Unterstützung der Großbank in Indien, der Zentralbank wirklich. Trotzdem hat es so lange gedauert. Ich möchte jetzt nicht zu detailliert vorgehen, aber es geht auch um Distanz. Es geht darum, dass die Banken ungerne Bankkonten eröffnen. Man muss so viel vorlegen, man muss Aufenthaltsgenehmigungen oder irgendeine Meldebescheinigung vorlegen etc. Viele Leute haben das jedoch nicht. Wir haben das Folgende festgestellt. Wenn wir Barzuwendungen einführen wollen, dann müssen wir die finanzielle Eingliederung auch unterstützen. So heißt das jetzt in Indien. Die Menschen
müssen durch die Bank oder anderweitig an der Finanzwirtschaft teilnehmen können. Und erst dann können wir über Barzuwendungen sprechen. Also abschließend, was macht das Pilotprojekt für uns? So haben wir wirklich harte Fakten und Beweise. Und in SEWA, bei SEWA lieben wir einfach die Statistiken. Ja, wir sind ein großer Freund von Statistiken. Wir sagen gerne, 70% oder 90% der Leute arbeiten im informellen Sektor. Wir sagen auch gerne, 70% derjenigen, die Barzuwendungen erhalten haben, haben ihre Ernährung verbessert. Wir sind Fans von Zahlen. Denn Zahlen sind Fakten. Und hat auch einen Demonstrationseffekt. In Delhi und in dem ländlichen Gebiet konnten wir sehr viel zeigen. Die Menschen, die teilnehmen, die auch diese Probleme hatten, haben, sie verstehen, was Barzuwendungen wirklich sind. Andere in den Dörfern, in der Umgebung können auch dorthin fahren und sehen, was passiert. Also ein wirklicher Demonstrationseffekt. 1,3 Millionen Mitglieder haben wir und diese Frauen können wirklich sehen, was ein Wandel hervorbringen kann. Es hat auch eine Auswirkung auf die Politiker. Die Politiker sehen die Effekte und es ist ihnen eigentlich egal, ob es passiert oder nicht, aber sie sehen, dass die Leute damit zufrieden sind. Außerdem konnten wir einen Dialog eröffnen, einen neuen Dialog. Es gab schon einen Dialog innerhalb der Regierung und auch einen Dialog zwischen den Politikern, den Akademikern und der Regierung. Aber es gab noch keine Intervention. Keiner wirklich von unten konnte eingreifen. So konnten wir einen neuen Raum schaffen, Raum für Dialog. Daher sind für uns Pilotprojekte allgemein und dieses eine Pilotprojekt sehr gut. Sie bringen eben die politische Debatte in Indien neue Energie. Deswegen hoffe ich, dass wir weitere Effekte erzielen können und in der Zukunft auch erfolgreich sein werden.